Toll. Guter Schuss, Shaui. Sehr guter Schuss. So geht's ja auch. Krieg ich dein Glibber? Ich hole mir mal eben mein, Explosivbolzen wieder, ne? Dass wir ihn hier schön wieder einsetzen können, weil ich glaube, wir brauchen ihn noch. Kann ich eigentlich mit denen auch Stolperfallen bauen? Kann ich nicht. Oh, aber Headshots kann man machen. Ich werde zu früh abgeschossen hier. Gut. Nein! Ich habe ja noch... Davon habe ich ja jetzt noch. Ich hätte mir ja zwei Schuss gecraftet. Ist der hier rausgekommen? Der dicke, böse Bub? Okay, Taurus. Bleib mal stehen. Oh, die beten den an. Ja, der... Hä? Da habe ich jetzt echt... Ein Schuss von meiner wertvollen Munition in diese Dingens geballert, weil die quasi davor... Ach Gott. Ich bin doch im Gras, ich müsste grün sein, oder? Hä? Warum? Ach man, ey. Dass nie immer so alles funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nein, sie hat ihn! Wie viel Pech kann man eigentlich im Leben haben? Es ist unglaublich. So viel zu deinem Unterschlupf. Mein Unterschlupf befindet sich nicht auf freiem Feld. Er ist versteckt. Trotzdem müssen wir erstmal an diesen Dingern da vorbei. Siehst du das rote Banner hinter diesem Gebäude? Ja. Darunter ist die Luke zu meinem Unterschlupf. Ich sehe gar kein rotes Banner. Ich gehe voraus. Bleib geduckt und hinter mir. Okay, hör zu. Ich sehe diese Dinger nicht zum ersten Mal. Mach einen Bogen um die, wenn sie brennen. Erstmal nachladen, alles klar, sehr schön.
hasse das, wenn das nicht funktioniert. Nein. Oh, der hat eine Leiche. Wieso nicht? Das war volle Kanne auf seinem Kopf. Hier. Ja, siehst du? Jetzt hat's geklappt. War auch Kopf? Egal. Ja, war komischerweise daneben. Ach, vergiss es einfach, ey. Vergiss es einfach. Als ob ich nicht treffen würde. Was stimmt denn hier mit dem Aim nicht? Jetzt hat er keine Lust mehr. Ach, komm her. Können wir ein bisschen trickreicher rangehen. Diesmal. So. Ja, geht mal dahin. Das ist doch. Ich kann hier gar nichts machen. Gar nichts mehr herstellen. Oh Gott. Eine. Ich hab's auch vergessen, ey. Zwei Schuss noch. Einen habe ich noch. Komm, den letzten. Hinter dir. Der will nicht. Der geht wieder. Okay, wenigstens kann man die mit einem fertig machen. Gut. Gut. Erstmal alles einsammeln hier. Aua! Nein, nicht dahin! Vollidiot! Ist das diese rote Fahne? Meinst du das mit Banner? Hier, ich bin beim Bunker. Ja, mach auf, die Scheiße! Oh Gott, ja, ey! So kann man es auch machen. Ich hätte ein etwas unauffälligeres Vorgehen erwartet. Naja, was du erwartest, was ich mache. Jetzt sind wir im Bunker. Ich hoffe, hier gibt es einen Safe Point, wo ich Munition herstellen kann und so. Zu Hause ist es am schönsten. Und der Unterschlupf kommt direkt danach. Hör mal,
Flipp nicht aus wegen des ganzen Sprengstoffs, den ich hier habe. Der ist harmlos wie Kuchenteig. Solange ich ihn nicht scharf mache. Kann ich was davon haben? War da was? Oh. C4. Also, was machen wir mit Theodor? Keine Ahnung. Er ist verrückt. Sein Versteck ist der feuchte Traum jedes Inquisitors. Ich sollte froh sein, dass Myra Lily hat und nicht er, aber... Was? Myra hat Lily? Ja, leider sind das keine guten Neuigkeiten. Sie ist anders. Dieser Ort scheint sie verändert zu haben. Sie versteckt sich, um Lily vor Theodor zu beschützen. Und er wird ihr alles zerlegen, um sie zu finden. Ich halte ihn auf. Dann kommt Myra vielleicht zur Vernunft und wir können Lily herausholen. Also erledigen wir Theodor. Ja. Aber zuerst müssen wir ihn finden. Wie willst du das anstellen? Ich frage O'Neill. Er hat mir schon mal geholfen. Aber vorher melde ich mich bei Kidman. Okay. Aber pass auf, was du über das Ding sagst. Sie ist wahrscheinlich mit dieser Echse in der Steuerzentrale. Echse? Sebastian? Wo warst du? Hast du Stefano gefunden? Mehr als das. Er ist jetzt Geschichte. Gut. Und Lily? Ich habe es wieder nicht geschafft. Das tut mir leid. Irgendeine Spur? Die gute Nachricht. Ich hatte Kontakt mit Agent Torres. Ihre Infos waren wertvoll. Das ist eine gute Nachricht. Und was ist die schlechte? Die schlechte Nachricht. Jemand, der mächtiger als Stefano ist, will diesen Ort übernehmen. Und dafür braucht er Lily. Torres meinte, du würdest ihn kennen. Eine wahre Silberzunge. Verdammt. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich schicke ein paar Sachen in dein Zimmer, die helfen könnten. Halt mich auf dem Laufenden. In mein Zimmer? Ich weiß. Ich vertraue dir, Kidman. Gut. Dann kommen wir mal zur Sache. O'Neill, Sebastian hier. Bitte melden. Da stimmt was nicht. Ich sollte besser mal nachsehen. Du solltest hierbleiben, um Sprengstoff und Waffen vorzubereiten. Ich brauche deine Hilfe, wenn ich Theodor gefunden habe. Komme ich von hier aus ins Mark? Ja, es gibt einen Mobius-Computer in dem Raum dort. Er bringt dich zu Ausgang 72. Gut. Ich melde mich, wenn es soweit ist. Halt die Ohren steif. Mache ich. Viel Glück, Sebastian. Juhu, wir kommen wieder ins Mark. Hurra. Kapitel 11. Neu verbunden. So, ich lade mich erstmal auf. Hier gibt es noch was zu lesen. Torres Tagebuch. Dieses Tagebuch enthält Einträge einer ordentlichen femininen Handschrift. Der jüngste Eintrag lautet: Keine Ahnung, wie lange ich schon auf Myras und Theodors Rückkehr warte. Zeit ist dem Stem ein recht vages Konzept. Und zwar umso mehr, seit Lily geflohen ist. Eigentlich hätte sie schon längst wieder hier sein müssen. Wenn ich hier drin sterbe, möchte ich nur, dass die Person, die dieses Tagebuch findet, weiß, dass ich freiwillig hier reingegangen bin. Vor langer Zeit habe ich etwas getan. Etwas, das ich bereue. Und deswegen bin ich jetzt hier und warte darauf, Lily hier rauszuholen. Das ist meine letzte Chance auf Wiedergutmachung. Und vielleicht auch ein Versuch, ein neues Leben zu beginnen. So oder so habe ich mich diesem Plan verschrieben. Ich werde es durchziehen, komme was wolle. Aber es ist offensichtlich, dass etwas schiefgegangen ist. In dem Fall sollte ich nach Hilfe Ausschau halten, wie Kidman mir gesagt hat. Allerdings bricht dieser Ort um mich herum allmächtig zusammen. Allmählich. Hoffentlich kann ich ihn finden, wenn er hier hereingeschickt wird. 27 von 40. Wir können auch speichern. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber einen Kaffee nehmen wir. Ich glaube, dann speichern wir auch, ne? Wir haben so viele automatische Save Points. Brauchen wir fast die manuellen gar nicht mehr. Vor allem, weil die Animation immer so lang ist. Mal sehen. Ne, da haben wir jetzt keinen Save Point. Aber zumindest, wenn wir jetzt gleich... Verdammt guter Kaffee. Aber zumindest, wenn wir jetzt gleich in den... Oha. Oh, ist das? Hochwertige Waffenteile. Wenn wir da gleich reingehen, ich guck mal eben hier. Da ist der Computer, aber hier gibt es auch noch was. Voll.
Okay, schade. Nur der Computer. Nur der Computer. Dann, sie hat mir was dagelassen. In meinem Raum. Was hast du denn dagelassen? Was hast du mir denn dagelassen? Was hat sie mir denn dagelassen? Vielleicht was. Ein Dia. Okay. Ein weiteres Dia. Nice. Gucken wir mal. Wahrscheinlich haben wir zwischendurch was verpasst, oder? Nee, doch nicht. Guck mal. Hey, Kidman. Was gibt's, Sebastian? Hab gerade an unseren ersten gemeinsamen Fall gedacht. Du meinst im KCPD? Der Überfall auf das Pfandhaus? Du hast den Fall ganz allein gelöst. Ich war beeindruckt. Das war nur dank dir. Du hast mich angeleitet und mir alles beigebracht. Hast mich auf Augenhöhe behandelt. Ich wünschte, ich hätte früher einen Lehrer wie dich gehabt. Ich wollte dir helfen, zu den Besten zu gehören. Aber die ganze Zeit hast du für sie gearbeitet. Jemand wollte, dass ich ein Auge auf dich werfe. Und sicher gehe, dass sie uns nicht zu nahe kommt. Schade. Du wärst ein guter Cop gewesen. Da bin ich mir nicht so sicher. Meine Personalakte für das KCPD war gefälscht. Den Großteil meiner Kindheit saß ich im Jugendgefängnis. Als Mobius mich fand, hieß es, mitmachen oder im Knast versauern. Wenn du gerade erwachsen geworden bist, überlegst du da nicht zweimal. Ich kenne dich überhaupt nicht. Oder? Ich bin schon so lange bei Mobius. Keine Ahnung, ob ich mich selbst noch kenne. Ich glaube, in dir schlummert immer noch eine Rebellin. Sonst würde sie ja nicht gegen Mobius rebellieren. So. Danke, Kätzchen. 700. Oh, guck mal, wir können wieder ballern. Mahlzeit. Ich guck mal. Also, haben wir hier noch Schießstandmodus? Training? Irgendwas ist doch noch offen, ne? Grünes Gel. Das haben wir noch auf. Wenn wir 3500 schaffen. Okay, wir versuchen es mal. Ah, den haben wir nicht mal gekriegt. Ah, damn. 3400. Ah, 100 fehlen. Nicht schlecht. Aktueller Highscore. Ich bin nicht ein Deut besser geworden. Was gibt's denn hier? Ja, versuchen wir mal den schwierigen Grad. Ach du Scheiße. Du Scheiße, ach du Scheiße. Oh, das war gut. Immerhin. 1000? Was? 140? Nichts verlernt. 1920. Oh, wir haben grünes G gekriegt.
Immerhin. Was kannst du? Kannst du mir was sagen? Nee, du kannst. Oh, ich will jetzt. Komm, noch einmal. Den Schwierigkeit. Vielleicht kriege ich dann noch das Gel. Vielleicht schaffe ich es diesmal ein bisschen mehr zu kriegen. Verbessert. Das war aber ein wenig zu hoch, Detective. Mein Detective zielt nie zu hoch, ebenso wenig zu niedrig. Okay, 3500. So kommt man zumindest, was war das andere nochmal hier? Kettenangriffsmodus, Waffenteile, okay. Ich weiß nicht mehr, was man da... Ach so, da muss man diesen... Ah ja, verstehe. Nicht. Oder? Nee, nicht die X. Ich darf die X nicht treffen. Ihr Wille ist bewundernswert, aber das Ergebnis nicht so sehr. Genau 59, das ist doch nicht wahr. Okay, das reicht erstmal. Wir haben das Gel. Das reicht mir, das reicht mir. Ich versuche noch was herzustellen und was zu pippern. Pistolen, Schrot. Oh, wir haben gut was. Ich versuche noch... Noch eins. 10. Wir machen mal 3. Okay. So. Können wir hier noch was verbessern? 200. Feuerkraft. Brauchen 240. Okay, ein bisschen brauchen wir noch. Dann soll es so sein. Zurück ins Mark. Da müssten wir dann ja eigentlich auch nochmal in die anderen Bereiche kommen, wenn wir Glück haben, hä? Huh? Okay. Hoffen wir, dass das Mark noch da ist. Ich quere das Mark und finde den Weg zurück zu O'Neill. Mal sehen, wo wir jetzt rauskommen. Mark anlagen. Exit 72. Okay. Verflüssiger. Diese tragbare Verflüssigung wird in Laboren verwendet, um Gase durch Kühlung zu verflüssigen. Mit der Komponente können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Okay.
Wir sind jetzt hier. Da gibt es einen Unterschlupf und noch einen Computer. Aber hier ist alles grau. Bin ja sehr gespannt, wo wir rauskommen. Oder wo wir überhaupt hin müssen. Einfach alle hoch. Auch nicht schlecht. Warum sind da Kerzen? Ich glaube, der Pfaffe hat einfach alles übernommen, so wie es aussieht. Scheiße. Theodor muss hier gewesen sein. Vielleicht habe ich deshalb O'Neill nicht erreicht. Hoffmanns Unterschlupf ist in der Nähe. Ich sollte mal nachsehen. Als Relikt aus der Zeit, ja. Es steht immer dasselbe, wenn wir so ein Ding finden hier. Hoffmanns Unterschlupf ist in der Nähe. Der hier, ne? Gehen wir mal hin. Wenn sie noch da ist, ist doch sie, oder? Ja nicht so gut aus. Da kann ich nicht rein. Mal sehen, ob sie was Neues rausgefunden hat. Hoffmann, sind Sie da? Oh oh. Noch ein Signal. Was ist hier passiert? O'Neill hat seinen Unterschlupf verlassen und sich in ein Sperrgebiet begeben? Das sieht ihm nicht ähnlich. Folge Hoffmann, herauszufinden, wo sich O'Neill auffällt. Okay. Aber vorerst... Okay. Da gucke ich nochmal in diesen geheimnisvollen, wo ich den Wagen weggeschoben habe. Ich dachte nämlich, da geht's weiter. Aber möglicherweise finden wir hier was Tolles. Ah, eine Mobius-Kiste. Die auch aktiviert ist. Wie praktisch. Pulver und das. Da ist auch noch Pulver. Sehr schön. Pulver nehme ich gerne. Das war's dann hier, glaube ich, ne? Schrank war nichts mehr. Okay. Ich guck mir eben das Tier noch an. Ich höre es immer, als ob es in meinem Zimmer wäre. Voll gruselig. So, ein weiteres Tier. Kidman, ich bin's. Was hast du für mich, Sebastian? Mobius. Ein Name. Das war alles.
Aber jeder Weg, dem ich gefolgt bin, führte in eine Sackgasse. Und jetzt erfahre ich, dass sie überall sind. Unerkannt vor aller Augen. Ich verstehe nicht, wie. Ich sagte doch, du wirst Mobius nicht finden, wenn sie es nicht wollen. Es gibt sie schon eine ganze Weile. Sie wissen, was sie tun. Wir wussten, dass du gesucht hast. Wir haben dich beobachtet. Und wir haben dich immer aufgehalten, wenn du zu nah dran warst. Warum? Warum tun sie das? Menschen wollen geführt werden. Aber sie wählen, wer sie führt. Und Mobius will die Menschen nicht führen. Sie wollen sie einsperren. Ganz bewusst. Wenn sie schon alle Medien und Politiker in der Hand haben, sollten sie bekannt sein. Doch sie bleiben im Schatten, weil sie wissen, dass ihr Handeln kriminell ist. Wenn die Menschen die Wahrheit kennen, werden sie Mobius vernichten. Vielleicht ja. Aber wenn Leute die Wahrheit herausfänden, wer würde ihnen glauben? Ja. Eine Verschwörung lässt sich am einfachsten verbergen, wenn die Leute glauben, dass es sie nicht gibt. Alles Verschwörungstheorien hier. Danke, Kätzchen. Dankeschön. 28.000. Gehen wir mal raus. Wir speichern draußen, glaube ich. Halt, nein. Noch ein Mobius. Ah ja. Da müssen wir wohl diesen Weg wählen. Okay, 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 okay. So, ich speichere eben hier. Ja, komm. Überschreiben wir einmal. Haben wir noch was zu lesen? Zeit innerhalb des Dam war schon immer ein echt kniffliges Konzept. Das Verschwinden des Kerns und der Zusammenbruch von Union haben es jedoch um einiges verschlimmert. Die Veränderungen hier wurden sogar noch heftiger, als Sebastian aufbrach, um Stefano gegenüberzutreten. Er ist wohl gescheitert. Mit den Überwachungskameras konnte ich alles genau im Auge behalten. Nicht nur Union verändert sich, die Zerstörung hat auch auf das Mark selbst ausgeweitet. Es formt sich um, wird moduliert, Gegenstände erscheinen wie aus dem Nichts. Kreaturen, die sich jeder Vorstellungskraft entziehen, wandern durch die Gänge. Ich werde diesen Unterschlupf erst verlassen, wenn ich einen verdammt guten Grund dafür habe. Aber wer weiß, wie lange ein Unterschlupf hier drin noch Sicherheit bieten kann. 28 von 40. So, ich glaube, ansonsten sind wir gut bedient. Was war hier nochmal?